Es sieht so aus, als würde Car City eine tolle neue Stadthalle bekommen. Hier kommt bestimmt die Zufahrt und der Vorgarten hin. Hey Jungs! Das macht ihr aber wirklich toll. Wann ist denn die große Eröffnung? Morgen? Da habt ihr aber nicht mehr viel Zeit. Wie gut, dass ihr fast fertig seid. Warte mal, was ist denn das? Das ist ein Kristall. Und wo einer ist, da sind normalerweise auch mehrere. Vielleicht solltet ihr ein bisschen tiefer graben. Ach ja, ihr müsst ja alles für die große Eröffnung fertig machen. Vielleicht kann Supertruck euch ja helfen. Hey, Carl. Das sieht nach harter Arbeit aus. Bräuchtest du einen Vorwand für eine Pause? Der Bautrupp hat einen Kristall gefunden. Und da könnten noch mehr unter der Erde sein. Aber dafür muss eine Menge Erde hin und her bewegt werden. Kannst du ihnen helfen? Vielen Dank, Carl. Du bist wirklich ein Goldstück. Zeit, das richtige Fahrzeug für die Aufgabe zu wählen. Hey, Carl. Wie wär's mit dem hier? Du hast recht. Graben ist nicht wirklich ein Problem für den Bautrupp. Aber sie wissen nicht, wo sie mit der Erde hin sollen. Der große Minenlaster sieht perfekt aus. Schau dir an, wie groß diese Räder sind. Damit wird bestimmt der Kipper angehoben. Und hier kommt der Kipper. Ist der nicht riesig? Du bist wirklich ein Supertruck, ein super großer Truck. Dann gehen wir mal auf Edelsteinsuche. Da sind sie, Supertruck. Und es sieht so aus, als hätten sie schon angefangen zu graben. Truppe, ihr könnt all die Erde in Supertrucks großen Kipper laden. Und wenn ihr fertig seid, kann er alles auf einmal zurück ins Loch kippen. Schaut euch all diese Edelsteine an. Oh ja, und schaut euch dieses große Loch an. Das solltet ihr besser schnell auffüllen, damit ihr noch Zeit habt, den Garten anzulegen vor der großen Eröffnung. Thank you.
Wie gut, dass Supertruck da geholfen hat. Sonst hätten die Jungs dafür den ganzen Tag gebraucht. Was werdet ihr mit all diesen Edelsteinen machen? Ihr wollt die Stadthalle damit dekorieren? Das ist eine fantastische Idee. Dann kann jeder in Car City sich an ihnen erfreuen. Oh, wie nett. Der ist nur für dich, Supertruck. Als kleines Dankeschön. Viel Glück mit der Eröffnung, Bautrupp. Und bis zum nächsten Mal, Supertruck. Karl, der Transformer-Truck. Hallo, Matt. Sieht so aus, als hättest du es eilig. Dieses Rennauto fuhr aber sowas von zu schnell. Wir müssen es aufhalten, bevor es noch einen Unfall verursacht. Was ist los, Matt? Hast du eine Panne? Oh nein, das Auto entkommt. Karl, hast du das gesehen? Auf geht's, fang das Auto für Matt. Beeilung, Karl, sonst entkommt dir der Flitzer. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln? In einen Polizeilaster, natürlich. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Perfekt, Supertruck. Wir sind bereit für eine Verfolgungsjagd. Also, dann schnappen wir uns mal diesen Raser. Also, wo könnte das Rennauto denn sein? Zuletzt wurde es auf der Autobahn gesehen. Dann schauen wir dort mal nach. Perfekt, jetzt sind wir auf der Autobahn. Dann halten wir mal Ausschau nach unserem Rennauto. Da ist es ja. Dann knöpfen wir ihn uns mal vor. Hey, ranfahren bitte. Du fährst zu schnell. Supertruck, das Auto ignoriert dich. Du musst es überholen und zum Anhalten zwingen. Das läuft ja klasse, Supertruck.
Schneller! Dann überhol ihn mal. Hey, gut gemacht, Supertruck. Ich muss Matt jetzt Bescheid sagen, dass alles unter Kontrolle ist. Vielen Dank für deine Hilfe, Supertruck. Und richte bitte Karl meinen Dank dafür aus, dass er dich gerufen hat, Supertruck. Wir sehen uns. Tschüss. Hallo Tom, hallo Jerry. Wow, das sind aber eine ganze Menge Motorhauben. Müssen die alle hier auf diese Autos geschweißt werden, Tom? Das sieht aus wie eine Aufgabe für Supertruck. Tom könnte deine Hilfe gebrauchen, Karl. Er muss Motorhauben auf neue Autos schweißen für eine Autoshow, die Jerry organisiert. Alleine schafft er das nicht. Das ist eine Aufgabe für Supertruck. In was wirst du dich verwandeln, Karl? Fantastisch, Supertruck. Das sieht so aus, als könntest du damit ordentlich was schweißen. Wow, jetzt schaffst du in der gleichen Zeit doppelt so viel. Du wirst im 0, nichts fertig sein. Auf geht's. Schaut mal, Leute! Supertruck ist hier, um zu helfen! Das ist doch fantastisch, oder nicht? Du hast recht, Tom. Supertruck braucht eine Schutzbrille. Gute Idee. Stellt euch in zwei Reihen auf, damit Supertruck zwei Motorhauben gleichzeitig anschweißen kann. Wow, das geht wirklich schnell. Mhm.
Du bist wirklich albern, Jerry. Wow, alle Autos sind bereit für die Autoshow. Vielen Dank, Supertruck. Tom und Jerry sind dir wirklich dankbar für die Hilfe. Viel Spaß bei deiner Autoshow, Jerry. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Wow, Car City sieht ja wundervoll aus heute Abend. Hallo, Klein Frank, wie geht es dir? Du freust dich schon auf die chinesische Neujahrsfeier heute Abend? Die wird bestimmt fantastisch. Was hast du gesehen, Klein Frank? Oh, das. Um Mitternacht versammeln sich hier alle und schauen zu, wie Laternen in den Himmel emporsteigen? Da müssen wir wohl noch ein Stündchen warten, bevor es... Klein Frank? Ich denke nicht, dass du diesen Knopf drücken soll... Klein Frank, nein! Oh, das ist nicht gut. Wir hätten nicht diesen Knopf drücken sollen, Klein Frank. Natürlich. Lass uns Supertruck rufen. Nur er schafft es, das noch vor Mitternacht zu regeln. Hey, Karl. Bereit für die chinesische Neujahrsfeier? Naja, wir könnten vorher noch deine Hilfe gebrauchen. Klein Frank hat aus Versehen einen Haufen Laternen in den Himmel steigen lassen. Wir brauchen sie zurück, bevor es Mitternacht ist. Fantastisch! Du wirst ein Drache sein! Du bist sehr beeindruckend, Supertruck. Dann lass uns die chinesische Neujahrsfeier retten. Keine Sorge, Klein Frank. Supertruck sollte jeden Moment hier sein. Hier kommt er ja. Kannst du die Laternen sehen? Da ist eine. Wie willst du sie einfangen? Oh, ganz schön schlau. Da drüben sind noch welche. Das machst du toll, Supertruck. Mach weiter so.
Fahr ein bisschen zurück, Klein Frank. Gerade noch rechtzeitig. Ich glaube, jetzt kannst du den Knopf drücken, Klein Frank. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt! Frohes neues Jahr alle zusammen. Hey, du hast recht, Klein Frank. Wo ist Supertruck? Schau, er ist die Attraktion des Abends. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Sieht so aus, als würde der Bautrupp sich darauf vorbereiten, etwas zu bauen. Schaut euch all die Sandsäcke an. Das schafft ihr aber nicht alles alleine. Und da sind noch eine ganze Menge Säcke zu bewegen. Ihr Jungs werdet Hilfe brauchen. Was wollt ihr eigentlich bauen, Jungs? Eine neue Schule? Also, wenn die Schule in ein paar Tagen fertig sein soll, solltet ihr euch vielleicht ein bisschen Hilfe besorgen. Gute Idee, Edgar. Lass uns Supertruck rufen. Großartig. Karl hat das Feuerwerk gesehen. Charlie und Edgar bauen eine Schule. Aber sie schaffen nicht alle Ziegelsteine alleine zur Baustelle. Alle Tieflader sind beschäftigt. Also brauchen sie jemand, der die Ziegelsteine hinfliegen kann. Cool. Dieser große Helikopter ist perfekt für die Aufgabe. Für diese Verwandlung brauchst du auf jeden Fall keine Räder. Sieht so aus, als könntest du darin eine Menge transportieren. Ein paar Rotoren, dass du zur Baustelle und wieder zurückfliegen kannst. Bereit zum Abflug? Wie vorausschauend, Charlie und Edgar haben schon alle Sandsäcke vorbereitet, damit sie bereitstehen für Supertruck. Wo wir gerade von ihm sprechen. Hier kommt er ja. Charlie, Edgar, Supertruck bittet euch, die Sandsäcke in den Helikopter zu laden. Jungs, ihr könnt die Sandsäcke einfach in Supertrucks Seitentür stellen. Was für eine Menge Säcke.
Kein Wunder, dass ihr das nicht alleine geschafft habt. Edgar, Supertruck würde gerne, dass du ihm den Weg zur Baustelle zeigst, wo ihr die Schule bauen wollt. Kannst du das tun? Charlie, kannst du schon mal hinfahren und Edgar und Supertruck an der Baustelle treffen? Da kommen sie ja schon. Sieht so aus, als wäre Supertruck bereit, die Sandsäcke auszuladen. Charlie, Edgar, dann packt mal an. Edgar ist dir wirklich sehr dankbar für deine Hilfe, Supertruck. Charlie möchte sich auch bedanken. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, Supertruck. Oh, es ist so kalt draußen, nicht wahr, Bobby? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, bei dem Wetter rauszufahren. Oh nein, Bobby, da ist aber eine Menge Eis auf dem Fluss. Das sind Eisberge. Das sieht aber sehr eng aus. Bist du sicher, dass du da durchpasst? Aufpassen! Oh nein, Bobby, bist du verletzt? Bist du in Ordnung, Bobby? Warte, Bobby. Da ist Sam. Sam, Bobby braucht Hilfe. Er klemmt zwischen zwei Eisbergen fest. Kannst du bitte Supertruck rufen? Hey Karl, Bobby hatte einen Unfall. Er steckt im Eis fest. Kannst du helfen? In welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln, Karl? Wow, du bist ein Eisbrecher, Supertruck. Na dann, auf geht's.
Halte durch, Bobby. Hier kommt Supertruck. Er fährt so schnell und bricht all das Eis in kleine Stücke. Hier ist eine Schleppleine, Bobby. Halt dich fest. Sam, kannst du Tom holen? Er muss Bobby in die Werkstatt bringen. Hier ist Tom, Bobby. Er wird sich jetzt um dich kümmern. Wow, Supertruck. Du bist fantastisch. Ich denke, es ist Zeit zu gehen, Supertruck. Vielen Dank, dass du Bobby gerettet hast und dass du den Fluss vom Eis befreit hast. Jetzt ist er auch für andere Boote wieder sicher. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.